Oh, hallo und herzlich willkommen zu Fotoschnitzel. Heute geht es um Sonnenuntergangsfotografie. Dafür sind wir am Chiemsee in Chieming und wie das alles funktioniert, zeigen wir euch heute nach dem Intro. Bevor ihr gute Sonnenuntergangsfotos macht, solltet ihr vielleicht etwas planen davor. Es ist sinnvoll, am Tag, also am helllichten Tag, die Locations auszusuchen, wo man die Fotos machen möchte und sich auch zum Beispiel im Internet informieren, wann die Sonne untergeht. Und dann ist ungefähr 40, 30 Minuten vor dem angegebenen Zeitpunkt da sein, dass ihr euch alles aufbauen könnt und auch schon vor diesen 30 Minuten sieht das Ganze auch richtig schön aus und ihr könnt auch dann schon Fotos machen. Zur Planung gehört natürlich auch euer Equipment. Ihr müsst euch überlegen, was ihr genau fotografieren möchtet. Wenn die Sonne im Mittelpunkt des Fotos stehen soll, hilft natürlich ein extremes Teleobjektiv bis zu 800 mm. Aber natürlich, wenn ihr wie hier ein Panorama machen möchtet mit den Alpen, ist natürlich ein Wide-Objektiv gut. Wie bei allen Fotos der Sonne müsst ihr natürlich auf eure Augen aufpassen, aber natürlich auch auf die Augen der Kamera, auch genannt der Sensor. Also vermeidet längere Zeit durch den Sucher zu schauen, weil ihr ja natürlich direkt dem Sonnenlicht ausgesetzt seid und nehmt stattdessen den Live View, wo ihr natürlich die Sonne nur durch den Bildschirm seht. Das solltet ihr allerdings auch nicht allzu lange machen, weil der Sensor natürlich direkt die Sonneneinstrahlung bekommt. So, und jetzt zu den Einstellungen. Es ist wichtig, dass ihr die Kamera nicht auf den Automatikmodus stellt, weil der euch wahrscheinlich alles verhunzen wird. Ihr solltet die Kamera auf den Zeitautomatikmodus stellen, bei Nikon ist das A und bei Canon heißt der AV. Bei dem könnt ihr die Blende zwischen 8 und 16 einstellen, das gibt zumeist die besten Ergebnisse und es führt natürlich auch dazu, dass ihr lange belichten müsst und dafür braucht ihr auch einen stabilen Shot von einem Stativ. Der Weißabgleich sollte nicht auf Automatik gestellt sein, sondern am besten auf helles Sonnenlicht. Die ISO, so niedrig wie es geht, 50 oder 100. Den Fokus solltet ihr auch möglichst manuell ziehen. Oder wenn es hell genug ist, probiert es einfach mal aus. Meistens trifft der Autofokus es nicht ganz. Außerdem ein wichtiger Tipp, ihr solltet die Belichtungskorrektur auf 1 bis 3 Blendwertstufen unterbelichten. Das gibt einfach den besten Look am Ende. Natürlich heißt das nicht, dass man nicht komplett unvorbereitet in eine Aufnahme von Sonnenuntergängen gehen kann. Wenn man irgendwas findet, wo man seine Kamera draufstellen kann, ist es natürlich auch okay. Dann hat man hier ein Stativ und am besten mit einem Fernauslöser. Wie auch immer, kriegt man auch ganz schöne Bilder hin. Ihr könnt natürlich auch versuchen, mit dem Handy die Fotos zu machen. Allerdings hängt die Qualität dieser Bilder komplett von eurer Handysorte ab. Die meisten Handykameras sind sehr schlecht für dunkle Lichtverhältnisse geeignet, weshalb sie die ISO komplett hochschrauben müssen. Hohe ISO-Werte sind meistens ein Problem, es sei denn, man verwendet einen Canon C500. Die unter euch, die diese Kamera besitzen, können die ISO gerne auf 20.000 stellen. Alle anderen? Nein! Wenn man jetzt mit der DSLR alles richtig gemacht hat, sollten die Ergebnisse ungefähr so aussehen. So, ein Sonnenuntergang sieht eigentlich immer gleich aus. Eine Sonne, die verschwindet. Deswegen ist es immer sehr wichtig, auch auf den Vordergrund, wie hier zum Beispiel den Chiemsee, zu achten. Weil das, was man vorne sieht, ist das, was den Sonnenuntergang erst so richtig schön macht. Dazu bieten sich zum Beispiel auch noch HDR- oder Panoramafotos an. Jedes Objekt, das zwischen der Sonne und dem Objektiv der Kamera liegt, wird zu einer sogenannten Silhouette. Das heißt, es ist einfach der Umriss des Objektes, das aufgenommen wird. Die Fotos in dieser Folge könnt ihr euch nochmal genauer auf unserer Facebook-Page anschauen, facebook.de/diefotoschnitzel. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Fotoschnitzel. Bleibt paniert. Ciao.